Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Fegelein, was meinen Sie? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Geht die Sache gut, ist es sowieso gut. Geht sie nicht gut, wird Europa bolschewistisch werden. In 5 Jahren spätestens wäre der Führer eine legendäre Persönlichkeit und der Nationalsozialismus ein Mythos, weil er durch den letzten großen Einsatz geheiligt wäre. Alles Menschliche, das man heute an uns kritisiert, das wäre dann mit einem Schlag abgewischt. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Mike ist ein ganz ausgezeichneter Mann. Telegrafieren Sie an Kaiser. Seit Monaten habe ich Ihre Zerstörungsbefehle ausgesetzt. Gut. Also dann gute Reise. Krebs, was meinen Sie? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Es ist gut, lieber Himmler. Mein treuer Heinrich. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Völlig entgehen. Thank you.
Angebot gemacht. Das steckt 5 Kilometer vom Stadtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Falschen! It's yours, my friend. Er war korrupt, immer schon. Speer, ja, windfremder, unberechenbarer Künstler. Dort!
yours, my friend. It's yours, my friend. It's yours, my friend. Er muss zur Verfügung stellen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Das ist unerhört. Unerhört! Thank you.
12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Wie bitte? Unsinn! Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einhalt zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich.